Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Studentennest. Naja, Studenten, ich weiß nicht, wer hier gehaust hat. Studenten machen ja Partys, aber die verkaufen nicht unbedingt die Heizung dann. Das wissen die doch, dass man das merkt. Naja, kommt drauf an, was sie studiert haben vielleicht. Ja, wir haben die Küche fertig. Wir haben fast jeden Raum fertig, bis auf die beiden Badezimmer, die haben wir noch nicht. Und dieser Raum, dieser blaue hier, der ist noch nicht. Da fehlt noch was, da gehen wir noch einmal durch jetzt. Alle Fenster sind zu. Und ich sehe überhaupt gar keinen Schmutz mehr hier. Und wir sind, jetzt gehen wir zum vierten Mal durch. Wir sind schon dreimal hier durchgegangen. Das ist merkwürdig. Und der Beweis ist, dass wir es können, dass die anderen Räume alle zu 100% gereinigt sind. Hier waren wir wahrscheinlich irgendwie. Wir gehen ganz langsam. Wir gehen jetzt dreimal, lassen wir rüberwischen jetzt. Stück für Stück. Ja, aber dann ist die Folge vorbei. Na, aber ich kann nicht ruhig schlafen, wenn das hier schmutzig ist weiterhin. Prozent. Das tut sich nichts. Wie gesagt, wir sind schon dreimal rumgegangen. Och, Menno. Da ist noch ein Raum. Der hat, glaube ich, 96 oder 94. 94%, glaube ich. Erstmal hier an der Wand entlang. Ach. Aber bei so viel, das müssten wir doch sehen. Ja, ich werde sehen in den Kommentaren, was da so steht. Wahrscheinlich hätten wir sofort von Anfang an die Tür geschlossen halten sollen. So, jetzt gehen wir mittig mal rüber. Also da war schon mal nichts unten an der Wand. Zu schnell machen wir das ja eigentlich auch nicht hier. Am Schreibtisch hier vielleicht? Na, da ist doch nichts. Ein Prozent sollte wenigstens irgendwo mal weggehen, damit wir wissen, wo das sein könnte. Aber noch wie vor, es tut sich nichts. Aber bei 84% nur, da muss ja noch eine richtig große Fläche sein irgendwo. Das Bett? Wir sind da selber rüber gestiefelt ein paar Mal jetzt. Nein, das Bett, da tut sich auch nichts. Ja, nächste Etage. Tut sich gar nichts hier. Aber das hatten wir schon mal. Und dann haben wir irgendwo am Schalter noch was entdeckt. Oder an der Türklinke so. Nächste Etage, so. Etwas höher gehen. Vielleicht waren wir wirklich nicht nah genug dran an der Wand.
Wie oft ich habe hier so einen Staub oder was auf dem Monitor. Das sollte ich vielleicht auch mal wegputzen, jetzt sehe ich das erst. Wie oft ich da schon versucht habe. Ah, da ist ja was. Nein, nein, das ist der Monitor. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Das ist ein gutes Spiel hier, um seinen Monitor zu überprüfen, ob der auch sauber ist. Und gleich kommt die letzte Etage. Hier ist gar nichts. Hier ist alles sauber. Blitzblank rein. Aber scheinbar nicht. In 84 steht. Ja, was machen wir denn da so für den Notfall? Wenn wir das jetzt wirklich nicht finden? Ich glaube, wir finden das nicht. Im anderen Zimmer, da versuchen wir das erst gar nicht. War da was? Dann geht's gleich sofort ins Bad und da machen wir weiter. So, oben nochmal, dann den Boden nochmal und dann geht's ins Bad. Dann haben wir hier eben ein bisschen zu wenig geputzt. Ja, und beim nächsten Mal wissen wir Bescheid, immer die Türen schließen und ruhig zwei, dreimal rübergehen lassen. Nicht nur einmal, so ganz schnell. Schnell ist alles nichts. Das funktioniert nicht so gut. Nee, hat sich nichts getan. Oben auch nicht. Null. So, dann gucken wir uns also den Boden nochmal an. Gehen wir da auch nochmal entlang überall. Ach, dann schaffen wir das vielleicht heute sogar, die Heizungen zu montieren. Ah, nur nicht abhetzen. Nachher vergessen wir da auch wieder irgendein Schräubchen anzuziehen. Und dann hat er hier einen Wasserschaden am Ende noch. Nein, nein, also ich sehe das schon. Jetzt auch das vierte Mal hat nichts gebracht. Den anderen Raum, wie gesagt, den lassen wir gleich. Da gehen wir nicht nochmal rein. Jetzt sind wir einmal rum. Hat alles nichts gebracht. Vielleicht ist hier. Vielleicht haben die hier einen Sekt aufgemacht und das ist an die Decke gespritzt oder so. So, Boden auch. Das Einzige, wie gesagt, die Decke, das könnte noch was sein. Das glaube ich nicht. Ja, das ist auch nicht so fies, dass hier irgendwas versteckt ist. Bis jetzt war das noch nie so. Also wenigstens 1%, auch wenn wir jetzt schneller rübergehen, dann wäre aber wenigstens 1% schon wieder weniger Schmutz hier. Nö.
Irgendwo ist es versteckt. Gut, dann geht's jetzt ab ins Bad. Das lässt mir keine Ruhe. Okay, Bad. Alles schön zumachen diesmal. Das reicht, wenn man einmal rüber geht. Wahrscheinlich hier auch noch gelebt, dann eine ganze Weile in dem Schmutz. Oh nein, hier bleiben wir auch bei 92%. Wir haben oben noch nicht geguckt. Aha. 95, okay. Ja, 100%, zack. Können wir doch. Na, waren wir wieder zu schnell? 82%, aber wir haben oben noch nicht geguckt. Oh, oben scheint gar nicht zu sein diesmal, doch hier. Da. Soll noch mal einer behaupten, wegen diesen zwei Räumen, wir haben das nicht richtig gemacht. Haben wir. Ich meine, wir haben das richtig gemacht. Die Räume sind kaputt. Wir haben sogar die Möbel einmal abgerückt. So, liebe Welt da draußen, wir sind fertig mit Putzen. Dann denke ich mal, wir können ja hier vielleicht anfangen. Die WCs schon mal fertig machen. Was hätte er hier denn gerne? Zwei montierte Geräte möchte er hier haben. Ja, wir brauchen ein Waschbecken und eine Heizung. Schon wieder so weit oben. So, das Waschbecken. Und? Kaufen. Oh, das war doch richtig. Thank you.
Zack dran. Ja, das geht schon immer besser, wenn man weiß, wie das geht. So, beim ersten Mal hat das noch gedauert ein bisschen. Oh, schön. Ja. Ich weiß nicht, warum das erstmal so in der Reihenfolge weiß ich nicht, warum das so ist, und dann weiß ich nicht, warum diese Teile so angebracht werden. Da gibt es doch noch mehr Teile wahrscheinlich, oder? Aber das ist fertig, das ist okay so, okay. Dann nehmen wir wieder so eine schöne Heizung hier. Ich glaube, im Badezimmer können wir gar keine andere Heizung nehmen. Wir müssen so eine nehmen. Oder? Ist doch okay, können wir uns die nicht mehr leisten? Doch. Drücken, linke Maustaste drücken, um zu bezahlen und hinzustellen. Ist doch richtig. Aha. So, Entlüftung drauf. Das Teil rein. Könnt ihr vielleicht noch Namen dazu schreiben, wie die ganzen Teile heißen? Muttern zum Beispiel. Ja, ich bin kein Klempner, ich weiß nicht, wie so eine Heizung heißt. Dieses Teil hier in der Mitte, das hat bestimmt einen Namen. Meine ich. Und hier wahrscheinlich auch, da hat jedes Teil einen Namen, wahrscheinlich. Kriegen wir denn das andere auch noch? Haben wir 100% hier? Sehr schön. Ja. Das noch? Oh, hier kann aber eine normale Heizung dann rein. Montierte Geräte auch zwei. Was denn noch? Ach, die haben das ganze Becken hier losgeschraubt. Also das Klo meine ich. Scheinbar ja. Ach so, du kannst bei Waschmaschine kaufen und montieren. Waschmaschine. Die haben sie auch verkauft. Mhm. Waschmaschine. Ach so, da müssen wir bei alles gucken. Alle. Und Waschmaschine. Geht nicht. Ja, habe ich das falsch geschrieben? Schreiben wir mal nur Waschbecken. Du kannst bei Waschmaschine kaufen, stand doch da. Hier hinter uns ist doch ein Waschbecken. Dann nehmen wir doch das. Aber das ist doch nicht richtig. Das hier ist doch gar nicht verbunden. Waschmaschine kaufen und montieren steht hier. Nein. Das machen wir auch noch, aber jetzt nicht.
Das heißt vielleicht irgendwie anders. Wir bringen erstmal die Heizung an hier. Ja. So, gehen wir mal ein, ob das geht. Heizung. Das geht. Ich glaube, hier soll die kleine rein. Da kann man auch irgendwas drauflegen zum Trocknen. Ah ja. Da ist wieder so ein Teil. Das haben wir geschafft. Ich meine, hier oben fehlt das Rohr. Und das könnte das hier sein, aber stimmt, eine Waschmaschine ist hier auch nicht drin. Mal gucken, wo könnte denn Badezimmer? Da könnten Waschmaschinen bei sein. Nein, hier jetzt gerade nicht. Waschbecken mit Schrank? Nein. Oh, da kann man aber noch schöne Sachen bauen. Bei Betten vielleicht Bodenfliesen? Nein. Haushaltswaren? Ach, Einbauwaschmaschine. Ja, haben wir eine schönere auch? Oberlader? Nee, nur den Frontlader hier. Ja. 247, 74. So. Boah. So ein Monster. Ist das denn richtig? Ja, weil wir sie noch montieren müssen. Die können wir bestimmt nachher noch dran. Das haben wir noch nie gemacht. Da bin ich ja mal gespannt, wie das hier alles geht. Aha. Schräubchen ab. Aber ich habe doch... Habe ich bei mir hinten... Was habe ich denn da? Ich habe doch eine Waschmaschine schon bei mir aufgebaut. Das habe ich... Habe ich sowas gemacht? Wahrscheinlich nicht. Deswegen funktioniert sie ja auch nicht bei mir. Ja, die geht doch da im Keller. Habe ich einfach hingestellt, Schlauch dran und fertig. Warum wird denn hier sowas... Ach, die Trommel richtig einsetzen. Oh, ich habe die einfach so. Na ja, gut, dann das wieder drauf. Da zuschrauben. Vorsicht. Ja, vielleicht wenn sie ganz neu ist. Huch, was jetzt? Geht nicht mehr. Die Schrauben sind auch weg. Oh nein. Haben wir das nicht richtig angezogen hier? Doch. Eigenartig. Wo sind denn die Schrauben? Ach so. Ja, das habe ich auch gemacht. Das kann ich. Also bei mir. So, den Abwasserschlauch. Moment. Das hier erstmal. Wow. So, das da dran. Genau. Das ist aber nicht Abwasser, oder? Ach so, hier ist noch was. Ach, ja, wie schön. Unsere erste Waschmaschine, liebe Welt da draußen. Haben wir geschafft. Ein bisschen eng hier, aber auch gemütlich. Ja, doch, das geht. Ja, dann machen wir noch Licht an hier. So, für ein Thumbnail. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.